Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Earthly Galaxy Resurrection. So, ich habe offscreen ein bisschen gewerkelt. Dazu kommen wir gleich. So, zuerst einmal, ich habe hier jetzt insgesamt 7 Stück von den Neutronenkollektoren, weil einer war mir da was zu wenig. So, schauen wir nochmal, was so an Pile of Neutronen zusammengekommen ist. Joa? Kann man mal machen, ne? Ja, das würde ein bisschen was dauern. Nö. Weil ich habe währenddessen schon mal Neutronium-Ingots gemacht. Wir haben schon 15 Stück, aber ich bin überlegen, ob ich da eine ordentliche Fabrik aufbauen soll. Weil so, wir hatten jetzt 350 von den Teilen. Und das sind gerade mal wieder 5 Bahnen. So, und unser nächstes Ziel ist der Neutronium-Kompressor. Und da brauchen wir schon mal so einen Neutronium-Block. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, 3, 6, ja. Wir brauchen insgesamt 25 Barren. Und das ist das Ergebnis nach einem Tag. Also das würde ich auf jeden Fall boosten. Da werde ich offscreen nochmal weitere bauen. Ich meine, das Rezept ist nicht schwierig. Das ist alles andere als schwierig. So, und da habe ich nochmal überlegt. Ja, der kann mal weg. Hier so ein Crystal Matrix Ingot kostet 442.000 EMC. Nether Star 139.000. Also wenn ich da... Der Rest, das ich das kostet, sind ja noch Dias. Und wir haben 1 Million Dias. Also jetzt im Ernst. So, Singularities haben wir jetzt mal so 61 Stück. Das würde ich sagen, reicht denn schon mal. Was ist das hier? Also Vector Casing. So, ich würde jetzt aber endlich mal weitermachen hier mit Botania. Und da brauchen wir erstmal einen Flower Pouch. Und, wir machen noch nicht weiter mit Botania. Wir machen hier noch Tinkering weiter. Da habe ich mal jede Menge Barren gemacht. Einmal Clan Reward. Clan Reward. Ja, Barren, Redstone hatten wir. 16 Redstone, wir 16 Lapis sammeln. Der war gut. Ja, Bronze, Mendulin. Hier Enderium Base. Vibrant Alloy haben wir alles. Redstone Alloy. Geh mal weg, Müllkontakte Vibrant Bar. Solarium, ja gut. So, jetzt müssen wir nur noch hier den Hochofen machen. Den High Oven. Da brauchen wir Scorch Bricks, einen High Oven Controller, Scorch Duct und einen Scorch Drain. Und für die Teile brauchen wir Scorch Bricks. Das sind Bricks, die mit Seared Stone übergossen werden. So, ich will jetzt hoffen, dass das jetzt auch ausreichend war, was ich vorproduziert habe. 3 Stacks. Machen wir doch einmal. Ah ja, nochmal kurzes Update zur letzten Folge. War ja das Terminal. Alte habe ich endcrafted, habe mir dafür hier 2 64 Car Storages gemacht. Ja, und das habe ich dann weggeworfen. Die Singularity habe ich gesagt, ja komm, scheiß drauf. So, wir brauchen 20 Scotch Bricks, ein High Oven Controller. High Oven Controller. Haben wir. Scorch Drain brauchen wir 2 Stück von. Moment, waren das 2 Stück? Scorch Drain, ja, waren 20. Okay. High Oven. Scorch Duct war 1. Und dann war eigentlich nur noch der Rest fix, genau. Also so. Ja, das hat ja super funktioniert. 41 Stück. Super. Claim Reward und Tinkering haben wir fertig. Sehr schön. Ja, ich will mich jetzt ein bisschen mehr auf die Quests konzentrieren. Den Hochofen werden wir aber nicht aufbauen. Teil Match Sapling. Haben wir hier Bone Meal? Ja, haben wir. Den würde ich mir dann doch gerne mal anschauen. Vielleicht sieht er ja cool aus, so richtig cool. Ne? Kennst du cool und gibt cool, ne? Braucht er ein 3x, so ein 2x2? Anscheinend nicht. Ja. Alles klar. Sehr schön, danke, dass wir darüber gesprochen haben. So, jetzt aber hier zurück. Wir brauchen eine Flower Pouch. Ich schule mir einmal das hier rüber.
Ja, das muss ich auch wieder zubauen. Wir brauchen ein Petal, dann nehmen wir hier. Ja, dann nehmen wir ein Green Petal. Nehmen wir so ein bisschen Wolle. Flower Pouch. Wolle kann zurück. Und dann heißt es auch schon wieder Claim Reward. So. Invalid Item oder Half a Heart? Nehmen wir Invalid Item, haben wir noch nicht. Ja. Invalid Item. Was können wir daraus machen? Oh, Flimflam 1 bis 4 verzaubern. Ja, ein wundervolles Zeichen, dass dieses Pack nicht ausgereift ist. So, wir brauchen Daybloom, 2 Stück. Daybloom sind zweimal gelb, ein orange, ein light blue. Machen wir mal so. 1, 2. Wo haben wir? Zweimal gelb, also 4. 2 light blue und 2 orange. 1, 2, 1. Moment. So. Seed. Top. Top, 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 top. So, 2 Daybooms. Claim Reward. Living Wood und Living Rock. Habe ich schon vorproduziert. Claim Reward. Haben wir. Boah, die Pinguine gehen mir auf die Nerven. Haben wir hier schon jeweils einen halben Stack drin? Die Blüten packen wir nochmal hier wieder rein, die wir bekommen haben. So, nächste Quest. Wir sollen ein Wand of Forest machen. Da haben wir gerade die orangenen Petals bekommen. Die Living Wood Tricks haben wir auch bekommen. Zack und zack. Oh, das war so rum, oder? Hä? Wett. Das war nochmal okay. So, nochmal ein Living Wood Trick dann. Wand of Forest. Claim Reward. Sehr schön. Gut. Was als nächstes? Wir brauchen ein Mana Pool, ein Diluted Mana Pool. So, da brauchen wir Living Rock. Wenn ich mich nicht vertue, war das einfach genau 5 Living Rock. Moment. Mana Pool. Wir brauchen den Diluted. Also, das war einfach nur Slabs. Ja, gut, dann machen wir den nochmal. Ein Diluted Mana Pool. Claim Reward. Ein Mana Spreader dann noch. Ja, gut, dann stellen wir den einfach hier hin. Ich würde aber trotzdem. Wow, dicker Leck. Ich würde aber trotzdem gerne mal den Mana Pool machen. So. Oh ja, wundervolle Earth Seeds. Ich stelle mir dann noch mal hier die Daybooms hin. Auch wenn die gerade nicht reagieren. So, das war jetzt ein Mana Spreader. Das war einfach nur genau. Living Wood. 7 Stück. Und ein Petal, da haben wir jetzt eigentlich hier von den gelben genug. Das war ja super. So wollte ich das sehen. So, Mana Spreader. Claim Reward. Nehmen wir einen Chance Cube. Einmal hier oben drauf. So, Beinhaut hier drauf. Die dann einmal alle verbinden zu dem. So, noch Nightshades brauchen wir. 5 Stück. Oh, da kriegen wir einen Living Wood Bow. Verzauberten? Nightshades sind zweimal schwarz, ein grau und ein purple. Okay. So, zweimal schwarz. Ein grau und ein Purple.
Okay, 1, 2, 1, top. Top. Haben die einen EMC-Wert? Nö. Aber wir brauchen 5 Stück, ne? Mist. Habe ich gerade vergessen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6. Und das waren all unsere grauen. All unsere schwarzen. Da werde ich dann offscreen nochmal neue suchen oder machen. Dop. So. Nightshades, Claim Reward. So, was hat der Bogen jetzt hier? Boah, ist nicht schlecht. Können wir mal hier mein Inventar ein bisschen aufräumen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann auch weg. Wo haben wir die Nightshades? Zack und zack. Die Fackel stellen wir hier hin, den Pinguin töten wir. Ja, ganz ehrlich, die Pinguine sind eine Qual. Die sind eine Qual. Finde ich doch lustig, dass hier im Anhängen steht und ich trotzdem aufs Meer zugreifen kann. Ach, die haben sich jetzt schon verbunden. Wie jetzt? Ich jetzt sage. Ach nee, jetzt hat er mal da drin. Der generiert jetzt langsam Mana. So, jetzt kommen wir zu den Blumen, die wir auch verwenden wollen. Die Endoframe. So. Da wir ja verdammt viel Kohle haben, würde ich mal behaupten. Hier so roundabout 12 Millionen. Wäre mal doch blöd, wenn wir das nicht benutzen, oder? So. Was brauchen wir jetzt für die Endoframe? Da brauchen wir Mana Powder, Light Grey, Red und Brown Petals. Wie viele brauchen wir? 4 Stück. 4. Light Grey. Das war nur eine, oder? Genau. So, wir brauchen aber noch Gunpowder. So, und ich habe die Befürchtung, dass jetzt hier dann scheitern wird, dass wir weiterkommen. Ja. Wir haben nicht genug Mana. Gut. Dann klatsche ich mir das einmal hier rein. Damit wir wissen, wo wir dran waren. Dann hat sich das jetzt hier schon erledigt. Kommen wir gerade hier nicht weiter. Wir können vielleicht noch hier Flight machen. Können wir mal schnell machen, ja, ist kein Thema. Das sollte eigentlich richtig schnell rangehen. Ring of Light. Den Ring of Light will ich haben. Den Ring will ich haben. Magic Core ist auch kein Thema. Haben wir noch Nether Stars. Jetzt mal keine Federn. Ich wollte mich doch verarschen. Habe ich hier noch so Federn? Ich habe so viele. Ich weiß, wo wir Federn herkriegen. Einmal in die Mining World. Hier habe ich noch eine zweite von den Teilen dazu gestellt, weil wir hatten sogar zu wenig Brine. So. Jetzt erstmal du hier. Ja, du hast halt gar nichts. Das riecht mich. Oh, hier sind Villager. Diese Viecher hier, diese von Improving Minecraft oder welcher Mod das auch immer ist. Die regen mich teilweise auf. Ja, die Drop. Da sind Federn. Sehr schön, die haben EMC-Wert. Problem ist, die droppen kaum Standardzeug, also Schweine droppen kein Schweinefleisch, Kühe kaum gar kein Leder. Ja.
Fässer. Ich habe hier natürlich drin gespeichert. Ja, gut. Ring of Light. Game Reward. Sehr schön. Was können wir hier noch machen? Agriculture? Ja, da muss man die Seeds machen. Ich glaube, hier die Pflanzen-Seeds, die mache ich sogar offscreen. Hier die ganzen Blüten. Ich glaube, das ist echt die, eine dieser Questreihen, die ich offscreen machen werde. So, wir waren aber noch woanders dran. Ja, der Living Bow brauche ich gerade nicht. Wir waren noch hier bei Machinery dran. Machine Frames, genau. Da brauchen wir den Machine Frame Hard. Machine Frame. Ein Machine Frame Hardened. So. Zack. Oh, haben wir geschafft. Da rein. So. Dann brauchen wir noch einen Machine Frame Reinforced. Da brauchen wir ein Signalum hier. Signalum habe ich vorbereitet. Und der Rest haben wir auch. Und ihr könnt es euch schon wieder denken. Zack. Haben wir. Ich bin ehrlich, anders kannst du das kaum mehr machen. Also, ich habe keinen Bock hier so viele Ressourcen gerade durchzucraften, nur für die Machine Frames. So, Enderium. Enderium nur zwei Barren. Den Machine Frame Reinforce und dann war das einfach mit Silber. Na? So. Machine Frame Resonant. Claim Reward. Sehr schön. Da kann er wieder rein. Die kann man hier auch dran schmeißen. Also wenn wir jetzt mal Maschinen craften müssen, dann machen wir direkt die Resonant Form. So, your first reactor. Claim Reward. ME Basics. Claim Reward. Das ME System. Oh. Wir müssen noch auf Immersive Engineering stark gehen. Ja gut. Hier, das wollte ich auf jeden Fall noch machen. ME Drive. Wie viele können wir herstellen? Eins. Machen wir mal hier so zwei Stacks davon. ME Drive. Zwei, drei, vier. Sehr schön. Und die wollte ich eigentlich hier anschließen. Ja, die können wir auch mal hier reinrotzen. Dosch war wieder viel zu schnell. Hast du ME Drive. Ja gut, ne? Alles klar. Dann weiß ich schon wieder, wo das schon wieder hingeht. Wir brauchen noch 4Ks. Storage Cells. Da brauchen wir jeweils insgesamt 12 Stück von diesen. Dann nehmen wir aber wie immer normales Certus Quartz. Okay. Was ich mal ganz kurz mache. Was man machen kann, man kann hier die Storage Component wieder rausholen. Ich möchte einmal ein Nee, im Moment ein ME Crafting Compo. War das 64? Ja. 41 ist eine Crafting Unit, würde ich einmal machen. Hi. Dop. Dop. Und. Silicon. Wieso mache ich das gerade so? Ganz einfach. Wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, dann sollte automatisch hier ein Logic-Prozessor reinkommen. Damit das nicht so Problem kommt, hole ich hier den. Boy. Das eine willst du noch aus. Okay, dann brauchen wir den Logic.
Einmal die Crafting Unit. 64k Crafting Storage, die können wir stiefen. Device offline. Device online. So. Und jetzt habe ich schon hier vorbereitet. Craftable. Machen wir mal hier 200 Stück von. Start. So, können wir einmal schön zuschauen. Offiziell meint er, wir bräuchten. Er bräuchte 13 Minuten, ja gut, ne? Das hätte ich ganz scheiß enden können. Ja gut, was können wir währenddessen noch machen? Forge Lexikon, wie teuer ist das? Forge Lexikon. Das war klar. Ich brauche noch ein Buch. Aber hier wenigstens String, jawohl. So, machen wir mal den alten Trick. Drei Papier. So, zack. Ich liebe dieses Rezept einfach, dass er spart einem so viel. So. Jetzt. Forge. Lexikon. Haben wir. Reagierst du? Sehr schön. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Ich bin überlegen, ob ich jetzt gerade abhacken soll, weil wir die ja schon gemacht haben. Wir haben schon Crusher und so weiter. Ja gut, ich überlege mir da was. Auf jeden Fall weiß ich, die Folge ist jetzt rum. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.